Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die BAVMO-Gebrauchtwagen-Tipps. Das heutige Fahrzeug ist wieder ein E36, allerdings dieses Mal speziell der Z3 als Roadster und Coupé. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der Z3 kam zuerst 1995 nur als Roadster auf den Markt. Im Jahre 1998 folgte dann die Coupé-Version, welche auch liebevoll Turnschuh genannt wird, aufgrund der Karosserieform. Die interne Bezeichnung für den Roadster war E36-7 bzw. E36-7S für den Z3M Roadster und für das Coupé E36-8 und E36-8S als Z3M Coupé. 1995, als der Z3 als Roadster auf den Markt kam, hatte dieser auch direkt einen sehr großen Filmauftritt als Bond-Car im James-Bond-Film GoldenEye. Damit war der BMW Z3 das erste Bond-Car aus dem Hause BMW. Das Fahrzeug hatte im Film selbstverständlich sämtliche Spielereien, die sich für ein Bond-Fahrzeug gehören. Allerdings wollte BMW nicht, dass das Fahrzeug mit Waffen gezeigt wird bzw. es diese einsetzt, weswegen James Bond im Film nur das Rundumradar nutzte. Der Z3 besitzt dieselbe Plattform wie der E36 Compact, hat also einen anderen Innenraum als die anderen E36 Modelle und eine andere Hinterachskonstruktion. Und beim E36 Z3 gab es noch weitere zahlreiche Besonderheiten. Deswegen hier einmal eine besondere Einblendung. Nur heute und nur bei BAVMO erhalten Sie die Besonderheiten zum Z3. Was höre ich da? Die erste Besonderheit können wir Ihnen kostenfrei aufs Haus legen. Und zwar, dass der BMW Z3 ausschließlich im Ausland produziert wurde. Sie haben richtig gehört. Der BMW Z3 wurde nur in den USA gebaut, nicht in Deutschland. Doch Sie denken, das war schon alles? Ha, falsch gedacht. Denn wir legen noch oben drauf, dass es noch unterschiedliche Karosserien gab. Sie haben richtig gehört, unterschiedliche Karosserien. Und zwar zwischen 4- und 6-Zylinder. Denn der 6-Zylinder war hinten deutlich breiter als der 4-Zylinder. Das gab es bei keinem anderen E36 zuvor. Oh yeah. But wait, there is more. Nur heute, wenn Sie gleich liken und sofort abonnieren, erhalten Sie noch eine weitere Besonderheit gratis obendrauf. Sie haben richtig gehört, eine Besonderheit obendrauf. Und zwar, dass es der einzige E36 war, der zusammen mit dem Compact natürlich baureihenübergreifende Motoren hatte. Aber der einzige bei den 6-Zylindern. Wir hatten M52 und M52 TU und sogar den M54 im Angebot. Das haben Sie nur beim Z3. Und nur, wenn Sie gleich liken und sofort abonnieren. Motoren und Preise. Beim Z3 haben wir eine sehr breite Motorenpalette, welche auch dadurch zustande kommt, dass es über die Baujahre Motoren vom E36 und E46 zur Auswahl gab. Dadurch war die Motorenauswahl in dieser Klasse konkurrenzlos. Die Benziner fingen beim 1,8 Liter mit 115 PS an und hörte erst beim Z3M mit 325 PS aus 3,2 Litern auf. Eine Besonderheit beim Z3M mit S54 Motor, also dem Motor aus dem E46 M3, war, dass dieser im Z3M leider nur 325 PS und 350 Newtonmeter leistete, anstelle von 343 PS und 365 Newtonmeter aufgrund einer veränderten Abgasanlage, die im Z3M zum Einsatz kam. Man muss hier aber nun nicht zurückschrecken deswegen. Da der Z3M um ein so vieles leichter als der E46 ist, ist dies nicht besonders merklich und die 0 auf 100 Zeiten nahezu identisch. Hier einmal eine Auflistung der Benzinmodelle gemessen anhand unseres neu entwickelten BAVMO Power Index und BAVMO Eco Index, um den Modellen einen Durchschnittswert zuzuteilen und sie besser vergleichbar zu machen. Beim Power Index ist ein höherer Wert besser, beim Eco Index ein niedrigerer Wert. Die hier angegebenen Werte können in der Praxis leicht variieren, da wir hier die Berechnungen mit Durchschnittswerten für die jeweiligen Motorisierungen und für die Bauarten zusammengefasst durchgeführt haben. Einen entsprechenden Rechner zum Selbstnachrechnen werden wir zeitnah auf unserer Webseite bavmoshop.de einfügen. Beim Z3 gab es keine Dieselmodelle, was ihn auch nochmal zu den anderen E36-Modellen unterscheidet. Probleme der Baureihe.
Trotz der vielen Besonderheiten, die der Z3 mit sich bringt, ist und bleibt es immer noch ein E36. Somit hat er natürlich auch die typischen Probleme, die ein E36 so mit sich bringt und je nach Motorisierung auch die typischen Probleme eines E46. Somit haben wir auch beim Z3 Rostprobleme, wobei diese erfahrungsgemäß nicht so massiv waren wie bei den normalen E36 Modellen. Beim Coupé sollte man, wie bei den normalen E36, die Abläufe des Schiebedachs kontrollieren, da diese gern verstopfen können. Die elektrischen Fensterheber sind beim Z3 ebenfalls problematisch und sollten stets auf Funktion geprüft werden. Wichtig ist, die Vanos zu kontrollieren, besonders bei Fahrzeugen mit Doppelvanos. Bei den M54 Motoren solltet ihr den möglichen Ölverbrauch hinterfragen beim Verkäufer, da diese gerne dazu neigen, einen besonders hohen Ölverbrauch zu haben. Bei den S-Motoren im Z3M ist es enorm wichtig, auf das Wechselintervall der Lagerschalen zu achten, da verschlissene Lagerschalen schnell zum Motorschaden führen können. Gerade bei Ganzjahresfahrzeugen mit einigen Kilometern solltet ihr besonders auf die Gummilager der Achsen ein Auge werfen, denn die Achsen beim Z3 sind ebenso wie beim E36 Kompakt nicht besonders robust ausgelegt. Ausstattung. Die Ausstattung beim Z3 unterscheidet sich nahezu gar nicht zu den anderen E36 Modellen. So finden wir hier ebenfalls beispielhaft Ausstattungsmerkmale wie Differential mit 25% Sperrwirkung, welches nur beim Z3 3.0i und aufwärts Serie war, M-Sportfahrwerk, Bordcomputer, elektrische Fensterheber mit Komfortschaltung, Klimaanlage, Harman Kardon Top HiFi System mit bis zu 8 Lautsprechern, Glashebedach nur beim Coupé und noch vieles mehr. Die Sonderausstattungsliste kann beim Z3 ziemlich lang werden, wenn der Erstkäufer beim Neukauf entsprechende Dinge angekreuzt hat. Leider war es beim Z3 ebenfalls so, dass man von einem reinen Serienmodell nicht allzu viel erwarten durfte. Alternativen. Die Alternativen in dieser Fahrzeugklasse waren beispielsweise der Mercedes-Benz SLK in erster Generation, welcher ebenfalls über eine große Motorenauswahl verfügt und im Premium-Segment angesiedelt war. Der MX-5 war nicht im Premium-Segment angesiedelt und verfügte leider nicht über vergleichbar starke Motoren, ist aber ebenfalls ein sehr kompakter Roadster in dieser Klasse. Eine auf deutschen Straßen äußerst seltene Alternative stellt der Kia Roadster dar, der fast baugleich mit dem Lotus Elan ist, da Lotus 1995 seine Produktionsstätte an Kia Motors verkaufte, welche dann ihre eigene Version des Elan dort gebaut hat. Des Weiteren gab es noch den Alfa Romeo Spider und die erste Generation des Lotus Elise als Alternativen. Empfehlung. Beim Z3 passen so viele Motorvarianten, dass es schwer ist, eine Empfehlung auszusprechen. Die beste Mischung aus Spaß und Kosten bietet hier wahrscheinlich der Z3 3.0i. Viel Leistung gepaart mit guter Haltbarkeit. Einen weiteren perfekten Spagat schafft hier auch der Z3 2.2i. Für Leute, die nicht so viel Leistung benötigen und dennoch nicht auf Sechszylinderklang und Laufkultur verzichten möchten. Wobei 170 PS auf ca. 1,2 bis 1,4 Tonnen auch nicht gerade wenig sind. Für absolute Fans der Sportlichkeit sind beide Z3M-Modelle interessant. Hier geben sich aber beide Modelle kaum etwas, ob man nun zum Vorfacelift mit S50 oder zum Facelift mit S54 aus dem E46 greift. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen sprechen wollt, dann vergesst auch nicht, bei Twitch unter www.bavmo.tv reinzuschauen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO Crew.